Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Desynced. Ihr seht's vielleicht, ich habe hier ein bisschen erweitert und gerade eben ging auch eine Forschung zu Ende. Und ich habe hier auch nochmal ein paar neue zukünftige Miner stehen, die wir jetzt natürlich erstmal noch mit Türmen bestücken. Weil das kommt ja alles gar nicht mehr hinterher und vor allem hier, ne, Energie ist total rot. Das werden wir jetzt ändern, da werden wir jetzt Abhilfe schaffen und zwar habe ich hier auch noch mal eine zweite Produktion von diesen, was ist das eigentlich, verstärkten Platten. Zwei volle Lager. Und weil das so ist, wenn wir jetzt mal irgendwie Strom machen, werden wir dann machen, wenn die Miner fertig sind, weil wir brauchen ja die M-Produktion dafür. Und da können wir uns in der Zwischenzeit so mal überlegen, wie wir das machen, weil ich wollte ja Windturbinen bauen. Bei den Windturbinen ist halt ein Stück weit der Umstand. Wo hatte ich das gesehen? Die machen halt mehr Strom, wenn die auf einem Plateau gebaut sind. Und das ist jetzt insofern ein bisschen schwierig, weil, naja, ne? Plateau und so. Hier drüben schon. Hier waren aber auch Gegner. Und deswegen würde ich sagen, wir machen das erstmal nicht so. Jetzt ist ein Stück weit die Frage, was dann? Zumal ich brauche ja diverse, ne? Oder, warte mal, was bringt denn eigentlich meine Solarzelle? 50 bei Tageslicht. Und die macht auch 50 bei Tag und Nacht. Okay, 100 auf Plateau. Wäre natürlich wirklich Bombe, ne? Also, tja. Eigentlich ist gerade so ein bisschen die Idee, ich müsste bis hier lang bauen, ne? Und das dann hier oben hinstellen. Da müsste ich nur irgendwie hier durch, ja? Wollen wir es mal vorbereiten? Warte mal, wir können das ja mal in Angriff nehmen, quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja. So, haben wir denn hier schon was? Ne, was fehlt denn hier? Ja, Eisenbahnen, ne? Das ist, daran hängt's. Na, hier ist nicht alles in Arbeit, ja, weil wir einfach zu wenig von den Robotern haben. Oder zu wenig Energie. Ich weiß gar nicht, ob die hier, dass hier an Energie krankt und deswegen so langsam ist. Na, wir werden mal sehen. Ah, da ist einer fertig. So. Gleich mal arbeiten lassen. Je mehr Eisen wir kriegen, desto besser. So, und wir erkunden jetzt mal hier, das muss hier irgendwo hochgehen. Ja, der hat keine Energie, das heißt, ohne Energie schießt der auch nicht. Deswegen sollte ich eigentlich gar nicht hier großartig weiter, ne? Oh Gott. Wirklich hier hinten, ja? Hier geht's hoch. Und dann geht's da noch weiter. Wenn er immerhin kann er fahren. Weil das ist sowieso, also trotzdem interessant, weil hier gibt es ja auch diesen Quarzsand, ne? Und den bräuchten wir ja schon auch. Und hier unten ist noch was. Aha. Gegenstand fehlt, ja, das ist okay. Wie hatten wir denn das in der Ecke immer gelöst? Oh, ich sehe nicht mehr durch. Ja, da verschiebe ich jetzt wieder. Da, so. Oh, eine Solarzelle, das ist gut. Die können wir auf jeden Fall brauchen. Die bringen wir gleich mal zurück. Weil es eh dunkel, aber Solar können wir brauchen. So, hier haben wir zumindest schon mal ein paar neue. Das ist gut. So. Und so. So, der wird gerade gebaut. Perfekt. Das geht Gott sei Dank schnell, wenn die Materialien einmal zusammen sind.
Na, es arbeitet noch nicht alles. Ja, wahrscheinlich brauchen wir jetzt auch mal so ein paar Transportdrohnen wieder, ne? So, das stagniert, das ist soweit okay. Gut, die Lager hier, die gehen natürlich jetzt, die werden jetzt natürlich voll gemacht, ja, das ist auch in Ordnung. So, das hier läuft auch irgendwie. Weiß gar nicht, was brauchen die Forschung? Steht das hier? Röhren. Ach, Röhren kriegen wir auch gar nicht zusammen, Mensch. Und hier diese Dinger. Röhren müssen wir. Okay, die hatten wir hier noch gehabt. Ach, guck mal hier. Da wäre der ja eigentlich ideal. Pass auf, wir stellen ihn auch mal hier hin. So. Dann nimmt der mal eben beides mit. So. Und wenn das fertig gebaut ist, können wir sowohl Solarzelle als auch Batterie darauf stellen. Das wäre bestimmt schon mal hilfreich. Nicht, dass wir die Batterie jemals voll kriegen hier, aber. So, jetzt fehlt irgendwie so ein Zeitbeschleunigungsknopf. Das wäre ganz geil. Fahrtlinien ein-ausschalten, okay. Was haben wir hier? Minikarte voll Kamera, ja, okay. Boah. Ja, genau, das ist halt auch relativ wenig, ne? Weil die das hier verbrennen quasi. Aber das ist ja auch gar nicht alles an, deswegen will ich ja auch mehr noch von den Minern haben. So. Und wenn wir dann irgendwann Strom haben, geht das bestimmt alles schneller. Na, wir brauchen jetzt schon immens viel Eisen, ne? So, 5 Platten. Da haben wir 2. Ja, sieht so aus, als bräuchten wir noch mehr Platten, ha? So, jetzt ist fast alle. Naja, 3 von den Eisenschmelzen oben sind noch aus. Ah. Ja, 35, das ist schon mal echt gut. Ach, hier ist ja noch eine Batterie, Mensch. So eine Pipettenfunktion wie bei Factorio gibt es hier noch nicht, ne? Bauen wir hier direkt noch ein zweites Teil hin. Aber, warte mal, wir priorisieren den. Der ist mir schon fast fertig. Und in dieser Hinsicht kann die Batterie ja auch dahin. Zack. Dann haben wir hier jede Menge Zeug. Ja, die grünen Schaltkreise sind wahrscheinlich auch gleich da. Wobei, das ist gar nicht so voll. Wir brauchen Strom. Ah, hier kommen. Ja, es fehlt jetzt einfach an Eisen. Komisches Geräusch. Aber wer weiß. So, der ist nämlich auch leer hier. Das heißt mir auch, der kann gar nicht schießen. Da. So. Einmal Batterie. Einmal Solarzelle. So. Immerhin ein wenig mehr. Ja, bis wir mit den Dingern dann genug Energie haben. Wahnsinn. Da sind 12. Ja, die werden gar nicht richtig verteilt mehr, ne? Da. Okay. 3 von diesen Dingern noch. Wie viel braucht das? 5 für so einen Bohrer. Guck mal, da kommt da perfekt. Dann haben wir gleich noch einen. Sehr schön. Oder auch nicht? Warum nicht? Verstehe nicht. Also, das ist genau so viel da, wie auch für die 2 braucht.
Er hat noch 3, das heißt, da fehlen jetzt 7 noch für die 2. Ach ja, genau, 7 für die... Ah ja, okay, so ist das. Mhm. So, 4, 5, da ist auch 4. Eigentlich machbar. Naja, die Drohnen sind zu langsam, ne? Das ist zu wenig Strom. Ich glaube, ich tue mir eigentlich gerade nicht wirklich einen Gefallen. Ah, hier, guck mal, sind beide fertig. Okay. So. Das muss jetzt mal reichen. Wie viele von denen habe ich denn jetzt? Steht das hier irgendwo? Oh Gott, nee. Einige. Also so eine Statistikübersicht wäre irgendwie ganz cool. Jetzt ist die Frage, gibt's das und ich weiß das nur nicht, oder... Bauen Fortschritt? Was denn Fortschritt? Ach, hier Missionen, okay. Ne, also wir wissen es nicht. So, hier fehlen jetzt Platten. Das müsste jetzt ja hier noch ein bisschen besser laufen. Das hier wird insofern nicht gebraucht. Das heißt, eigentlich müssten die Platten hier... Achso, die müssten erstmal hier... Genau, 2x40, okay. Das muss jetzt noch voll laufen. Ja, das braucht eine... Doch, das braucht Platten und Barren. Ja, das ist halt... Das ist schon mal gut, dass der aus ist. 2, 4, 6, 800. 2, 4, 60. 200. Also 240 einmal so ein Setup. Das ist doch gut. So, und jetzt wo wir Luft haben, brauchen wir mal Strom. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Windräder wären natürlich schön, weil die auch bei, ach Quatsch, guck mal, da brauchen wir Draht. Ich wollte gerade sagen, weil die halt auch bei Nacht Strom machen. Aber wo kriegen wir denn diesen komischen Draht her? Ja, hier brauchen wir Quarz. Ach, die können wir noch gar nicht bauen. Duh. Tja, dann bleibt uns ja nicht mehr viel übrig, ne? Dann brauchen wir das hier. Machen wir erstmal ein. Oh Gott, und dann um das alles auszugleichen? Da müssen wir leider mal gucken, was wir für diesen Kristallgenerator brauchen. Weil Kristalle haben wir ja hier. Da ist ein Stück weit die Frage, was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir so einen hier. Wie war denn das? Man kann doch garantiert auf dem M-Slot so ein S-Ding reinbauen, oder? Das geht doch bestimmt. Da noch 3 Platten. Und hier stehen noch welche. Guck mal, schaff die doch mal rüber. Genau, jetzt kommen hier mehr von denen, das ist gut. Aha, da war noch genug Eisen drin. Und die sind doch alle in Bewegung. Das heißt, es sind nicht zu viele. Oh, jetzt bleiben sie stehen. Na? So, guck mal, das steht. Solarzelle und Battery. Oh, machen wir es mal symmetrisch, ne? Na, fährst du die Batterie, die Solarzelle holen? Nee. Muss anscheinend schon irgendwer machen. Ah, wir werden sehen. So, wir wollten jetzt den da, ne? Lager. Lädt sich durch den Verbrauch von Kristallen auf, speichert Energie und liefert jede Sekunde 150 Strom. Ja, 150 Strom ist auch ein bisschen wenig, oder? Dann brauchen wir das nicht wirklich. Was macht das Ding hier? Kleines Kraftfeld. Erweitert den Stromnetz. Erzeugt selbst keinen Strom, ja. Ja, da bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer viel von dem hier. Dann würde ich aber sagen, wir lassen mal die Batterien weg, oder? Weil wir machen 100 pro Feld. Das heißt, wir werden bei 700, 800, 900, 1000... Dann lassen wir was frei. 1, 2, 3, 4, 5.
Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und weil es so schön ist, machen wir das zweireich. So, das sind also etliche. Moment. Wie machen wir das? Irgendwann können wir mal wieder Batterien aufstellen. Aber jetzt brauchen wir erstmal. Das sind 12, also sind 24, 36, 40, 44 Solarzellen. Wow. Naja. So. Ganz schöner Aufwand. Und wenn ich das jetzt. Habe ich jetzt bis 1600 nur gerechnet? Bin mir gerade nicht sicher. Ach so, hier hinten ist kein Stromnetz mehr, ne? Das heißt, wir machen mal hier eine weniger. Weil es gibt ja dieses Stromerweiter-Dingen, aber das haben wir auch bis in mittleren. Von daher können wir es gerade eben nicht bauen. Das ist okay. Wir priorisieren das mal einfach von hier vorne an, wa? Na gut, die verteilen die ganzen Stromkreise, ne? Ja. Es mangelt halt an Platten. Wir haben drei von diesen Produktionen und also sechs, ne? Und trotzdem ist er zu wenig. Hier läuft nicht alles. Ja, ist wahrscheinlich zu wenig Strom, ne? Ach, guck mal hier. Wenn wir jetzt so ein Ding hätten, das wäre gut. Ja. Da fehlen noch 14 Platten. Oh. Schneller. Warte mal, Plus drücken? Nee. Plus drücken hilft nicht. Na gut. So, was machen wir jetzt mit dem? Der ist doch auch leer. Naja, wir brauchen erstmal Energie. So, Waren sind genug. Was ist hier für ein Stau? Hier ist wirklich Stau, oder? Ah, also wenn die wollen, geht das. Hier werden Sachen hin und her geschoben. Ach, gehen hier jetzt die ganzen... Ne, hier gehen keine Platten rein. Guck mal, das schmeißen wir mal hier ins Lager. Dass wir hier mal Platz kriegen. Na gut, hier gehen halt Platten rein, ne? In die grünen, die jetzt ja hier weg verschlungen werden. Na. Gut, aber hier stapeln sich schon die Eisenbarren. Das ist schon wieder gut. Das heißt, davon haben wir jetzt genug. Was ich ja auch tun könnte, ist, ich kann ja erstmal die Batterien rausnehmen, ne? Weil, hast du nicht genug Speicher? Ja, pass auf. Die schieben wir mal hier zurück, die Batterien. Und dann machen wir das mal so. Dass wir da gleich mal mehr Strom haben. Wenigstens tagsüber ein bisschen. Was hat er da reingeschmissen? Hier brauchen wir die Platten, Leute. Hier. So, wir brauchen noch vier grüne. Die würden sogar reinpassen hier auf dem Stapel. Oder er braucht keine grünen mehr. Kann natürlich auch sein. Würde mich nicht wundern, wenn es hinten irgendwann zuerst fertig wird, obwohl ich hier vorne Priorität habe. Naja. Ja, die haben alle schon ihre Schaltkreise bekommen. So, wie weit ist es noch? 9 von diesen Dingern. Mein Gott. Was Reparaturmäßiges kann ich doch übrigens auch schon bauen, oder?
Komm, noch 31, ey, Wahnsinn. Ja, deswegen hat das hier ganz schön abgenommen, ne? Ich vermute mal, er wird das jetzt wieder aufstocken wollen und deswegen gehen viele Platten hier jetzt in die grüne Produktion rein. Moa. Oder auch nicht. Wo willst du hin? Jetzt hat er sich nach hinten gemacht, obwohl ich hier vorne Priorität habe. Guck mal, hier 7? Ne, warte mal, dachte ich habe gerade 5 irgendwo stehen sehen. Achso, 5 sind schon drin, okay. Wahnsinn. Oh, hier, guck mal, wie viel hat denn der? Das ist fast voll. Nanu? Der ist hier gar nicht zugewiesen. Der auch nicht. Okay, alles zugewiesen. Jetzt muss das nur noch umgepackt werden. Das passiert halt nicht von alleine. Das müssen auch die Drohnen machen. Also zumindest noch im Moment. Tja, hier, die sind auch voll. Na los, kommt, gib Platten raus. Das sieht ganz gut aus, ne? Finde ich tatsächlich. Schön feurig. Auf jeden Fall sind die Stacks raus. War völlig egal, wo die gelandet sind. So, der hat hier auch 2x40, das ist gut. Das heißt, die hier brauchen keine Platten mehr. Ab sofort nur noch im Shake. Und halt auch gar nicht so wenig. So. Drei noch. Ja, steht euch mal selbst im Weg. Vielleicht hätte ich hier zwei Spuren freilassen sollen, hä? Das weiß ich fürs nächste Mal. So, was ist da jetzt? Eine noch. Hier passiert auch gar nichts, hä? Ja, braucht halt alles die Platten. So, jetzt müsste es ja bald wieder hell werden. So, guck mal, da ist es. Eins, zwei. Und du kriegst Priorität. Auch nur noch 4 Platten hier. Perfekt. So, jetzt wird sich rumgedreht. Noch nicht so ganz. Ach so, hier, ne? Hier ist Sonnenaufgang. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt 6, 7, 800. Ja, wir haben jetzt weniger Stromverbrauch, weil hier ein bisschen mehr aus ist, ne? Weil die arbeiten jetzt hier nicht. So. Hier wird es weniger. Naja, oder schwankt zumindest ein bisschen. Habe ich hier eine Statistik? Nee. Kraftzelle plus 500. Ja, hier genau, die ganzen Miner und so brauchen halt auch Strom. Ja. Okay, gut zu wissen. So, gleich mit Zell quasi. Drei Platten noch. Na los. Da liegen 9 Platten, Leute. Die werden aber abgeholt, ne? Da. 800, da ist schon mal auf Gelb. Ja, jetzt schon mal ein bisschen mehr Bewegung jetzt. Das ist gut. Lädst du dich auf?
Ja, nicht so richtig, ne? So. Mehr Strom. Dann nehmen wir den. So. Okay, das sieht ja schon fast gut aus. Ja, die schießen jetzt auch häufiger, oder? Oder ist das nur, kommt mir das so vor, weil es viele sind? Ist für mich echt gerade der Punkt, das noch zu erweitern, ne? Gerade hier auch mit den Platten. Dauert ja Ewigkeiten, Mensch. 6 Sekunden für eine Platte. 2:1 Verhältnis. Oh, sieht eigentlich ganz passend aus, ne, für das hier. Ja, Leute, also so macht man es nicht, ne? Ihr seht's, man sollte vielleicht ein bisschen länger schon Auge auf seine Energieproduktion halten. Aber ich bin relativ gut durchgeschossen mit der Produktion, aber da jetzt aus diesem Energiedilemma rauszukommen, das jetzt doch deutlich länger gedauert als gedacht. Aber immerhin, guck mal, wir sind jetzt auf fast 1000 Strom runter. Weil anscheinend nochmal irgendwas anderes ausgegangen ist. Ach ja, hier, er hier, ne? Der hat ja jetzt nachproduziert hier, die Dinger. Ja, also war schon wieder auf 1400 fast gewesen, ne? Hier vorne brauchst du nur zwei. Eine noch, los. Ihr könnt das schaffen, Leute. Ja, da kommst du doch, oder? Jo, perfekt. Und wieder ein wenig mehr. So, genau, da kommt es. Zack. Und zack. Sehr schön. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache das mal hier weiter und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Hoffentlich mit mehr als nur ein Energiedilemma. Ansonsten würde ich sagen, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.